Moin Moin meine lieben Freunde, wir sind zurück im Qualifying von China mit dem Virus. Ja, hallo, hi. Wollte gerade schon sagen, hallo, bist noch da? Alles klar, alles cool, Kabul. Ja, alles cool in Kabul, dann gehen wir auch gleich mal sofort zur Strecke. Jo! Ja, besser jetzt als nachher, wo es voller wird. Ja. Oh. Jetzt muss ich erst warten, bis Christian rausgefahren ist, glaube ich. Ich muss doch warten. Er guckt immer noch nach rechts weg. Du Schweinepriester! Was war denn jetzt? Das gibt's nicht. Ich warte die ganze Zeit, dass ich raus kann und muss auf dich warten, so nach dem Motto. Ey, du fährst ohne mich nicht einkaufen. Wieso? Du bist doch vor mir rausgefahren. Nein, du bist hinter mir, lol. Ah, was bremst du denn hier so komisch? Mach das nochmal und ich fahre hinten rein, ey. Ja, ich musste ja bremsen wegen der Kurve. Du bist auch lustig. Einführungsrunde machen wir noch mal schön ruhigen. Schon geht der Puls und Herzschlag ein bisschen höher jetzt wieder, wo jetzt wieder um was geht. Für 3 Runden nur Benzin, das kann ja heiter werden. Also sollte das besser gleich nach der ersten Runde, beziehungsweise nach der zweiten Runde gleich sofort passen. Ihr wundert euch jetzt, warum habe ich mich so ein bisschen zurückfallen lassen? Weil ich keinen Bock habe, direkt hinter dem Fürst da hinterher zu eiern. So habe ich wenigstens Platz da hinten und nach vorne. Ohne dass ich Angst haben muss, ich muss zu wenig bremsen oder zu viel bremsen, damit ich ihm nicht hinten reinknall. Ja, weil einfach ist. Gut, jetzt zählt's. Ja? Ist das so? So ultra und soft. Oh. Ja dreh soft. Dich doch, ja, du dumme verfickter Ficky Fick. Jetzt. Oh, diese Karre will mich verarschen. Jetzt habe ich mich zweimal im Kreis gedreht. Ja, und jetzt das dritte Mal. Geht's noch? Mach doch noch 1000 Mal hinterher. Ich schwöre dir, ey, ohne Scheiß. Ich brauche Treckerreifen. Dann stell dein Benzingemisch runter, damit du gleich noch eine Runde fahren kannst, sonst. Sonst wird das nichts mehr. Oh Mann, wie mache ich das denn? Komm, dreh dich nochmal, du dummes. Wenn du B drückst auf der ersten Seite sofort und dann das Benzingemisch runterstellen. Ja, mitten im Spiel jetzt hier auf der Strecke oder was? Ja. Wieso steht denn immer? Genau. Ja, dann lässt es halt, dann kannst du halt nicht noch eine Runde fahren. Jetzt musste ich hier so weit ausholen wegen Stoffel van Dorn. Das gibt's doch nicht. Stoffel, du blöder Penis. Verpiss dich. Entschuldigung für die Ausdrucksweise, aber. Diese scheiß Einstellung. Oh. 4 maximal, so. Du bist auf P10 vorgefahren. 5. Reihe im Grid. Oh,
Oh, jetzt habe ich den Massa vor mir. Da vergönnt mir wieder alles versauen, ey. Ist halt viel los gerade auf der Strecke. Da muss ich den halt hier überholen. Ich kriege auch keine Verbesserung mehr hin. Schade drum. Hat den Alonso jetzt überholt. Diese Runde will ich jetzt versuchen, eine gute Zeit zu machen. Da muss ich jetzt gucken, dass ich diese halbwegs gut über Runden kriege. Alter, was ist denn? Ich bremse und bremse, Alter, und die Moppe kommt einfach nicht in die... Er hat schon wieder 1,36 gefahren. Ja, aber ist immer noch lahmarschig. Kommst eben du mal von dem scheiß Gras runter, du dummer Bauer, ey! Eben war besser. So, dann fahren wir jetzt noch mit 0,23 Benzin. Ja, ich muss aber noch irgendwie zur Box kommen. Das heißt, wird interessant. Oh, gibt's doch nicht, ey. Ja, jetzt mein Sprit ist leer. Ich muss in die Box. Lol. Hast du denn überhaupt schon eine gestaltete Runde gefahren? Nee, gar nicht. Kam ja nicht. Also ich wollte ja gerade. Ich war kurz vorm Ziel und dann... Oje. Hoffentlich kann ich nochmal raus. Ja, das weiß ich halt eben nicht. Ich will's für dich hoffen. Ich bin auf Platz 10, Alter, glaube ich. Oder 14. Jetzt Bock bin ich auf. Tank mich los, mach hin. Jetzt schleiche ich hier mit 75 km/h rum. Ist das euer Ernst? Warum fahren die mich jetzt in die Boxendings rein? Ist doch kein Training mehr. Ja, ist normal. Hoffentlich habt ihr jetzt aufgetankt. Ja, du hast ja noch 4 Minuten. Dann kannst du ja noch mal. Aber umso weniger Runden mit den Reifen zu fahren, weil die musst du ja auch noch im Rennen benutzen, die Reifen, deswegen. Oh, wie ist man dann endlich mal 4 Minuten 25, ja. Und ich werde gar nicht oben angezeigt. Okay, was fahre ich da für eine Kacke zusammen, ey. Also okay. Zwei Runden muss ich fahren, dann sollte ich lieber raus jetzt. Naja. Ja, Strecke, ja, ja. Mann! Ich kriege auf der langen Geraden mit 77 km/h. Ist das geil. Ja, überholt mich alle. Hallo Bottas, hallo Perez. Oh, Bottas und Perez haben sich gerade ge... Ach, du bist an der scharfen Kurve gerade. Naja. Bottas versaut Perez die Zeit oder andersrum. Ist doch gut. Ja. Ja, Bottas ist ja eh schon Zweiter. Boxenstopp. Ich bin ja schon am Ende der Runde, du Trottels. Wieso hat er gesagt, ja, komm in der nächsten Runde rein oder was? Ja, am Ende der Runde rein. Rasen oder Boxengasse kann ich ja sowieso nicht, weil ich kein Benzin mehr habe. So, ich glaube, ich ruhe mich auf meiner Zeit aus und bleib drinnen, damit ich die Reifen noch schonen kann. Hier auf der Strecke ist locker eine 1,35 drin, wenn man gut ist, eine 1,34. Ich mit meinen 1,36 ist schon knapp. Ist jetzt die Frage, ob ich mir das... Alter, lass doch gut sein, Mensch. Ja, ich habe aber keinen Bock, dann als Zweiter oder Dritter zu starten oder irgendwie sowas. Geht's doch, die anderen schaffen die Zeit doch sowieso nicht. Ja, ja. Du spinnst hier was zusammen. Man will ja immer Erster sein, das ist ja das. Weil man weiß ja nicht, was du da jetzt machst. Bin mal gespannt, wo haben wir denn? Das ist Einführungsrunde jetzt. Das ist halt nicht schlimm. Gott, oh Gott, ich muss ja bis ganz hinten, bevor ich da... Platzierung 3. Ach ja, in der WM. Alles klar. Bin ich ja jetzt mal gespannt. 19 von 20 Autos auf der Strecke.
Oh Mann, da vorne. Ich muss schon wieder überrunden, ey. Ah! Da wird eine scheiß Zeit. Ich hab so viel Müll auf der Straße. Der Peris, der fahr doch! Du hast ein Gaspedal und keinen Klemmfuß. Hör mal, die Jungs, die haben nicht so viel PS wie du. Mann, war das eng. Kannst aber laut sagen. Ich dachte schon, du wolltest ihm Heiratsantrag machen. Oh, hoffentlich kriege ich den nicht vor der Kurve. Und dann jetzt, nein. Er macht schon freiwillig Platz. Dem traue ich nicht, der hätte ja wieder rüberziehen können. No. Da bin mal gespannt, wie was die Zeit sagt. Na ja, guck, siehst du mal. Hast du mich doch noch gecasht. Trotz, ich sag ja, die Zeit ist nicht viel wert gewesen. Aber das ist nicht schlimm. Weil deine Reifen ja hinterher schlimmer aussehen. Ja, was machen denn die anderen hier? Bottas ist auf 3. Harris auf 4. Moment, ist denn schon der Hamilton schon gefahren? Ja, der Hamilton fährt gerade. Gucken wir doch mal, was er macht. Wieso konnte ich dem Hamilton jetzt nicht mehr zugucken? Irgendwas stimmt, glaube ich, mit meinen Reifen nicht oder so. Also mein Zuschauermenü spinnt. Ich kann keinem mehr zugucken. Ich habe nur schwarzes Bild und höre Autos. Okay, das ist kacke. Ja. Oh. Benzin schon wieder am Blinken. Oh Mann. Damit hältst du ja nicht mal ein ganzes Rennen durch. Ich fahre eine Boxengasse, da brauche ich nicht nochmal fahren. Eine Zeit habe ich ja. Ja. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich weiß noch nicht, warum ich jetzt einen schwarzen Bildschirm hier beim Zugucken habe, aber das ist ja egal. Wenn Virus drin ist, müssen wir den anderen, glaube ich, auch nicht mehr groß zugucken. La 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 la. La 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 la. Bloß die nach draußen gucken, das Wetter sieht schon wieder so scheiße düster aus. Aber hier im Spiel ist auch richtig Sommer, Sonne schon. Ah, geil, ey. Ha? Schön Pelz auf die Birne brezeln lassen. Ah, hat er nicht gesagt. Ja, schöner schwarzer Bildschirm, schöner schwarzer Bildschirm. Müssen wir jetzt extra echt die Minute jetzt noch warten? Ist ja schlimm. Was war ganz anders da? Jo, 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 jo. Ich kann auch nirgendwo gucken oder sowas. Schade. So, was haben wir denn? Virus 1,36,569 und der Daniel 1,36,686. Also, das war schon ein knappes Dingen. Der Hamilton hat 1,39, der ist weit weg von uns. Dann kommt der Bottas mit 1,40, Sergio Perez mit 1,41. Na guck, und danach, der Verstappen hat sich jetzt mittlerweile auf den 6. Platz gezümmelt. Die Runde bis jetzt liegt bei 1,36. Hülkenberg, genau, 1,42. Aber das W-Leinchen ist auf 1,44. Na, guck mal da. Ja, die sind halt wie immer sauber, ganz weit hinten angesiedelt. Lance Stroll mit auch ganz hinten, oje, mit seinem Williams ist ja natürlich echt arm. Esteban Ocon, schauen wir mal zur Platzierung 7. So, ist jetzt eh vorbei, Gott Jawohl. Sei Dank. Jetzt habe ich wieder Bild, ganz komisch. Dann gucken wir doch nochmal. Ach nee, das ist ja Rangliste, da wollte ich gar nicht hin.
Ja, guck. Das passt doch. So, meine lieben Freunde, das war der große Preis von China. Kurzes Qualifying bzw. Qualifying für euch. Hier seht ihr ja nochmal, wie es läuft. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Rennen wieder. Tschüss. Alles klar. Ciao mit V.